Das ist meine Frau, okay? War schon immer meine Frau und wird auch immer meine Frau sein. Nur weil die jetzt hier ist bei dir und du bist wie Gift für sie. Und sie wird das merken. Und weißt du, an welche Tür sie dann klopfen wird? An meine, mein Freund. Wie sie es schon immer getan hat. Die hat ja schon ein paar Mal zugemacht, deine Tür. Hallo? Hi. Hi. Marcel, hi, freut mich. Ach, wir haben telefoniert, ne? Ah, okay. Das ist also das Gesicht zu der Stimme auf der anderen Seite. Ey. Ist Maike da? Ja, Moment. Maike, dein netter Ex-Freund. Kommt sofort. Jo. Ich lasse euch mal alleine. Hi. Was machst du hier? Was soll das? Warum bist du hier? Wie bist du überhaupt hier? Guck mal auf den Tacho. Nette Begrüßung. Krieg ich wenigstens eine Umarmung oder so? Freust du dich, mich zu sehen? Klar freue ich mich, dich zu sehen. Gut siehst du aus. Danke, doch. Aber was machst du hier? Ich bin mit dem Auto angedackelt, um dich zu besuchen. Ja, Marcel, ich habe dir aber extra gesagt, dass es zurzeit überhaupt nicht passt. Ich habe super viel um die Ohren. Ich kann mich überhaupt nicht um dich kümmern. Warum kündigst du dich denn nicht an? Ich wollte dich einfach sehen. Ja, Was ist hier los? Kann ich was helfen? Alex, Marcel, Alex. Hi, freut mich. Hi. Willst du einen Kaffee? Sehr gerne, ja. Ich bin mal so dreist und, ne? Ja. Du weißt ja, wie ich ihn trinke, oder? Ja. Trinkst du nichts? Nee, danke. Oh, die Farbe der Hoffnung. Willst du auch einen Kaffee? Nee, kein Bock mehr auf Kaffee. Wo bist du denn untergekommen? Was? Ich? Wo du wohnst hier in Köln. Maike hat gesagt, ich kann auf der Couch schlafen. Was? Alles gut und Spaß. Ich bin in einem Hotel untergekommen in der Altstadt. Witzig wie eh und je. Ich habe mir gedacht, ich nehme den Humor einfach von Berlin mit nach Köln. Ja. Damit ihr hier auch mal was zu lachen habt. Wir haben Karneval hier, das reicht an Spaß. Hast du vor, länger zu bleiben? Mal schauen. Klar. Kann ich kurz reinkommen? Das ist eh scheißegal. Ich wollte nur kurz mit dir reden. Ja. Sam, welch Glanz in unserer Hütte. Da haben wir ja alle wieder zusammen. Schön. Hi. Hallo. Ich freu mich. Das ist Marcel. Sam, hi. Hi, Marcel. Freut mich. Ich bin wegen ihr hier. Also, okay. Maike ist meine Ex-Freundin. Und ich wollte sie einfach mal besuchen. Also, ich bin aus Berlin. Nur zu Besuch. Das ist ja interessant. Können wir beide uns mal unterhalten? Alleine? Ja. Was soll der Krach hier? Kann man nicht in Ruhe seine Rose aufschlafen? Ey, komm, geh ins Bett und geh mir nicht auf den Sack. Guten Morgen, Huibu. Bitte. Was? Was? Kannst du mir verraten, was das Milchbrötchen hier macht am frühen Morgen? Willst du mich gerade verarschen? Erstmal, warum gehst du ihn so an? Und zweitens, Sam steht da auch schon wieder vor der Tür. Hab ich die eingeladen oder was? Na, hab ich ihn eingeladen? Ich weiß nicht, was er hier will. Wo hat er die Adresse her? Ja, keine Ahnung. Alina hat doch auch die Adresse. Vielleicht von ihr. Ach, so läuft das bei euch. Na, super. Kommt der Rest auch noch, oder was? Keine Ahnung. Ich würde mich freuen, meine Freunde mal wieder um mich zu haben. Ey, was soll das? Sam geht hier, seitdem ich hier bin, ein und aus, mitten in der Nacht manchmal. Und du regst dich so auf, weil ich Besuch bekomme, oder wie? Willst du auch noch einen Kaffee? Nein, danke. Ich hab noch. Okay. Du kennst dich aber gut hier aus. Ja. Wohnst du auch hier? Ich meine, deine Fotos und so? Ich habe hier 7 Jahre gewohnt. Ich bin die Ex-Freundin von Alex. Ah, okay. Mhm. Dann haben sich ja scheinbar 2 gefunden, was? Ja, die 2 Verlassenen sozusagen. Willst du mich verarschen? Nee. Der ist doch nicht aus Spaß hier, oder weil er Köln sehen wollte. Wieso bist du jetzt hier in Köln? Also, ich habe gehört, dass die Kölner ziemlich nett sein sollen und ich wollte mir den Dom mal angucken
und überhaupt so die Stadt sightseeing-mäßig. Mhm. Okay. Und das soll ich jetzt einfach so abnehmen? Okay, ich bin wegen Maike hier. Also, Maike ist halt irgendwie immer noch meine Frau. Und ich würde sie halt ganz gerne einfach wieder mit nach Berlin zurücknehmen. Ja, also, meinen Segen hast du auf jeden Fall. Dankeschön. Was läuft denn da? Es läuft gar nichts, Alex. Willst du mich gerade voll labern oder was? Was ist denn das für ein Scheiß? Was soll denn da laufen? Was geht denn bei dir und Sam? Ihr habt euch schließlich geküsst. Ach, darum geht's? Um den beschissenen Kuss-Scheiß von gestern oder was? Ich hab dir das erklärt. Kuss-Scheiß? Und ich dachte, da wäre nicht klar gewesen, was los war. Ich bin mir gerade nicht mal mehr sicher, ob sich's dabei um Scheiß handelt oder ob da vielleicht doch mehr dahinter steckt. Und genauso wie bei dir und Marcel oder was? Deswegen ist er hier. Alex, sei nicht so affig eifersüchtig. Vielleicht solltest du dich einfach den Tag mal mit Sam auseinandersetzen und alles klären, was es zu klären gibt. Und ich nehme derzeit Marcel und gehe mit ihm irgendwie in die Stadt und lenke mich ein bisschen ab, damit jeder seine Ruhe vor jedem hat. Machen wir heute Ex-Tag oder was? Jacke anziehen, mitkommen. Wohin? Ja, was wohin? Warum bist du denn hier? Du willst doch die Stadt sehen, oder nicht? Okay. Ja, also. Na dann, Sam hat mich gefreut. Ja, mich auch. Viel Alex, viel Spaß euch zwei. Schönen Tag. Ich hätte es auch ganz nett gefunden, wenn du mir Bescheid gesagt hättest, dass du kommst. Ich komme. Was willst du hier? Was will ich hier? Hab ich doch gesagt, ich will gucken, wie es dir geht. Ja, gucken, wie es mir geht. Das hätte man auch am Telefon fragen können. Und außerdem habe ich dir gesagt, dass es zurzeit total ungünstig ist, weil ich viel zu tun habe mit dem Job und so. Und mir geht's super. Steck bis zum Hals in Arbeit und... Willst du mich eigentlich verarschen oder so? Nein, es ist alles cool, ja. Ach so, ja, alles cool. Was soll denn sein? Keine Ahnung. Genieß das Leben hier. Es könnte ja sowas passiert sein, wie zum Beispiel, dass dein neuer Freund seine Ex küsst. Ist ja nur so ein Gedanke. Boah, Alina kann nicht einmal ihre Klappe halten, oder? Deshalb bist du hier, oder wie? Ja, war ein Kuss halt. Ist doch nicht so schlimm. Ach, das war einfach nur mal ein Kuss. Ja. Ich meine, das macht man auch. Wie lange bist du jetzt hier? Seit ein paar Wochen, oder? Ja. Geiler Typ, hat er ja lange ausgehalten, dir treu zu sein, was? Seit ein paar Tagen. Und schon küsst er seine Ex. Geiles Leben. Ich habe mich für das Leben hier entschieden und ich weiß sehr wohl, was ich gemacht habe. Ich wollte von null anfangen und das habe ich jetzt auch getan. Und da wird dieser Kurs auch nichts dran ändern. Was ist das für ein Leben? Was ist das für ein Leben? Ein geiles Leben. Guck mal, wo du lebst. Du lebst mit dem Typen zusammen, dessen Ex ein- und ausgeht, der eine Tochter hat, die dich anscheinend super scheiße findet und dich die ganze Zeit nur anzickt. Und dann noch mit irgendeinem komischen Rocker, der da voll gesoffen durch die Bude läuft. Ja, super geiles Leben. Erstmal zu dem Rocker, der ist ein saugeiler Typ und der ist nicht jeden Tag zu gesoffen, sondern der hat einfach gestern ein bisschen zu viel gefeiert. Und zu der zickigen Tochter will ich dir eins sagen. Wenn ich mit Sicherheit auch eine Zicke am Arsch hatte in Berlin, dann ist es ja wohl Jessica, deine Schwester. Jessica und das müsstest ist aber du nicht am mehr besten in Berlin. Okay. Wissen. Wieso ist Jessica nicht mehr in Berlin? Jessica ist nach Frankfurt gegangen und wollte Kiki besuchen. Und da hat sie sich halt entschieden, eine Weltreise anzutreten. Aber das spielt auch gerade keine Rolle. Maike, du willst mir sagen, dass du dich hier wohlfühlst? Ja, Marcel. Du gehörst in die Hauptstadt, du gehörst nach Berlin, zu deinen Freunden. Nein, ich gehöre hierher. Hier ist mein neues Leben. Und entweder du akzeptierst das einfach oder du setzt dich in ein Auto und fährst wieder. Also entscheide dich. Wir beide verbringen einen schönen Tag zusammen und wir gucken uns die Stadt an oder du fährst. Du hast die Wahl. Ich bin trotzdem der Meinung, dass du nach Berlin kommen sollst, okay? Ich gehöre dahin, wo ich mich wohlfühle, und das ist Köln. Können wir jetzt aufhören zu diskutieren und du zeigst mir Köln, oder was? Ja. Also. Ja, komm! Ja, bitte. Keine zickigen Kommentare heute. Ich zicke nicht. Ich zicke nicht. Ja, danke für einen schönen Tag. Jetzt ist es an der Zeit, Tschüss zu sagen. Muss ja nicht. Also wenn du willst, ich hab das Zimmer und ich könnte das Wochenende noch verlängern und bis Montag bleiben. Und wir könnten uns noch ein paar coole Tage machen oder so. Marcel, lass gut sein. Es ist besser, wenn du wirklich heute fährst. Ich hätte am Wochenende eh keine Zeit für dich, weil ich gerne mal wieder ein paar Momente mit Alex hätte in Ruhe. Außerdem kennst du hier keinen außer mich. Was willst du hier alleine? Ja, was wohl?
mich den ganzen Tag vollfressen mit Reibekuchen. Du Vogel. Nein, Spaß beiseite. Maike, wie lange kennen wir uns jetzt? Seit dem Sandkasten. Seitdem wir zusammen im Sandkasten gespielt haben. Was mich in der Schippe gehauen. Uns angelacht haben. Hey. Maike, du musst das selber auch fühlen, dass wir zusammengehören. Dass wir beide ein Paar sein müssen. Ich fühle mich neben niemandem so wohl wie neben dir. Marcel, hör auf, okay? Ich habe mich entschieden. Mein Leben ist in Köln und ich möchte einfach hier bleiben. Der Tag mit dir war wunderschön und hat super viel Spaß gemacht. Und ich bin echt froh, dass wir jetzt einfach Freunde sein können, okay? Ja, Freunde. Gut, ich will dann auch mal. Ja. Komm gut nach Berlin zurück. Ja, schreib eine SMS, wenn du heil angekommen bist. Das nicht. Was? Nichts, das geht nicht. Das, was wir gerade machen, das ist ein riesiger Fehler. Maike, wie kann das ein Fehler sein, wenn es sich so richtig anfühlt? Ha? Marcel, es ist falsch, okay? Ich verstehe dich gerade nicht. Warte. Okay. Ich lass dich so. Ich lass dich los. Ich versuch dich loszulassen. Aber eins sollst du wissen, okay? Ich werde immer für dich da sein. Egal wo du bist. Und egal wann. Immer. Okay? Ich lass dich niemals allein. Candy, ich muss jetzt gehen. Please don't let them in your heart, because they'll try to put out every fire you start. Maike! Ich bin müde, lass uns hochgehen. Was will der denn? Ich denke, das Milchgesicht ist nach Berlin gefahren. Ja, dachte ich auch. Was wird denn das jetzt? Was willst du? Hey, ich wollte einfach nicht fahren, ohne dir nochmal die Möglichkeit zu geben, mitzukommen. Maike, das, was wir zwei zusammen durchgemacht haben, hey, das hast du mit keinem anderen durchgemacht. Wir haben uns immer wieder zusammengerauft, oder nicht? Da draußen steht mein Auto. Du musst einfach nur hochgehen, deine Sachen packen und einsteigen, um mit mir zurück nach Berlin zu kommen. Marcel, ich habe dir gesagt, dass ich hierher gehöre. Ich glaub dir kein Wort von dem, was du erzählst. Doch. Du glaubst dir doch selber nicht. Okay, ich kann dir vielleicht das alles nicht bieten, diese ganzen materiellen Dinge. Aber ich kann dir viel mehr geben. Meine Liebe und ich sehe dich so an, wie du es verdienst. Marcel, darum geht's doch gar nicht, dass ich irgendwas verlange. Ich gehöre einfach jetzt hierher. Ich möchte mir hier ein neues Leben aufbauen, okay? Bitte, fahr. Michael, jetzt komm mit. Nein, ich möchte nicht. Ich bleib hier. Hast du gehört, was sie gesagt hat? Hau ab. Alex. Was? Ja. Nein, du machst jetzt einen Abflug. Abfahrt. Mein Hof, meine Vorsicht, Freundin. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Was, okay. Was? Willst du doch ankommen lassen? Das ist meine Frau, okay? War schon immer meine Frau und wird doch immer meine Frau sein. Nur weil die jetzt hier ist bei dir und du bist wie Gift für sie. Und sie wird das merken. Und weißt du, an welche Tür sie dann klopfen wird? An meine, mein Freund. Wie sie es schon immer getan hat. Die hat ja schon ein paar Mal zugemacht, deine Tür. Irgendwann werden dir meine Worte durch den Kopf gehen. Wirst du sehen. Irgendwann. Verschwinde in dein Berlin, bevor ich dir helfe. Was läuft da zwischen euch beiden?
Was ist gewesen? Nichts. Ich will jetzt einfach nur schlafen. Es ist alles okay. Ich liebe dich. Wollen wir verraten, was hier los ist?